vor ganz vielen Jahren bei einer Andacht, da haben wir den Text auch ausgedruckt bekommen und ich habe den Zettel behalten, habe mir da Notizen drauf geschrieben und dieser Text ist mir einfach nachgegangen und ich habe mich immer wieder damit beschäftigt. Dann habe ich ihn mir selber aufgeschrieben und lese euch ihn vor. Aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21, ein Gebet. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da ist die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bevor ich beginne, auf meinem Zettel habe ich dann das Ganze ein bisschen auseinanderdividiert und mir eine Tabelle gemacht, eine Grafik, wie auch immer, die ihr ja auch in eurem Gottesdienstprogramm habt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und weil mich dieser Text so sehr angesprochen hat, ich habe ganz viel Papier dazu beschrieben, meine Gedanken notiert, weil ich gemerkt habe, da steckt etwas ganz Großes drin, da ist ein Schatz, den ich festhalten möchte, für mich festhalten muss. Da steckt zu viel drin. Aber für mich waren drei Halbsätze ein Kernstück dieses Gebetes, nämlich diese drei Wünsche: stark zu werden am inwendigen Menschen durch Gottes Geist, Christus in unseren Herzen wohnen lassen durch den Glauben und in Gottes Liebe fest verwurzelt sein. Und ich habe gespürt, das sind so Entwicklungsschritte, die wir erleben auf unserem Weg zu und mit Gott. Ich finde, sie stellen einen Prozess dar, den wir aber aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können, als eine Entwicklung für mich persönlich, als eine Entwicklung für uns als Gemeinde und eine Entwicklung für uns in unserem Umgang mit den Mitmenschen. Das erste Kernstück ist, durch Gottes Geist stark werden am inwendigen Menschen. In der damaligen griechischen Welt war dieser Begriff inwendiger Mensch wohl bekannt. Und darunter wurde verstanden einmal der Aspekt, die Einsichtsfähigkeit des Menschen dafür, was richtig und was falsch ist. Zweitens aber auch das Gewissen, zu entscheiden, was für Handlungen daraus folgen. Und drittens mein Wille, was tue ich wirklich und was will ich nicht tun. Durch Gottes Geist stark werden. Gott möge mich persönlich stärken, immer wieder zu entscheiden, was ist richtig,
was ist richtig zu denken, zu sagen und zu tun. Ich ganz persönlich, mein Gewissen, das soll mich aufmerksam halten für diese Entscheidungen. Und natürlich brauche ich als allererstes meinen Willen, um entsprechend zu handeln. Ich soll mich von Gottes Geist leiten lassen, weil er mich zur Wahrheit führt und mir zeigt, wie ich nach seinen Geboten leben kann. Aber zweitens, auch als Gemeinde können wir uns unter diesen Wunsch stellen. Hier bedeutet der inwendige Mensch unsere Identität als Gemeinde, als Glaubensgemeinschaft. Wir tauschen uns miteinander aus. Was glauben wir? Wie reden wir darüber miteinander, mit anderen? Wir finden eine gemeinsame Basis. Wir werden stark durch kontinuierlichen Austausch, durch Predigt, durch Lehre, durch ein klares Profil. Und drittens bedeutet diese Stärkung des inwendigen Menschen, unserer Identität als Gemeinde, dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen diese einfach in ihrer Ganzheit wahrnehmen. Nicht vorschnell beurteilen, einfach wahrnehmen und den anderen sehen und so eine echte Beziehung auf Augenhöhe eingehen können. Der zweite Wunsch: Christus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. In meinem Herzen. Ich persönlich gebe Jesus Anteil an meinem Leben. Ich beziehe ihn in alle Überlegungen, Entscheidungen und Aktivitäten ein. Er ist mein Mittelpunkt. Er wohnt in meinem Herzen. Wie so eine Wohngemeinschaft vielleicht. Christus wohnt in unserem Herzen. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Jesu Vorbild bestimmt unsere Gemeinschaft miteinander. Wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander Glauben teilen, das ist das Herzstück unserer Gemeinde. Im Judentum ist das Herz sowohl der Sitz der Gefühle als auch des Verstandes. Beides gehört zusammen. Emotionales und rationales Erleben soll von Christus bestimmt sein. Und drittens, für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. Da bedeutet Christus in unserem Herzen, in unserer Identität, dass alles, was in unserem Herzen lebt, zum Mittelpunkt in der Beziehung zum anderen wird und wir miteinander eine Glaubensgemeinschaft bilden können. Der dritte Wunsch: in Gottes Liebe fest verwurzelt sein. Ja, dieses Leben mit Jesus, das durchdringt mich, das bestimmt mein Denken und Handeln und das verbindet mich untrennbar mit Gott. Und für uns als Gemeinde bedeutet diese feste Verbindung mit Gott, dass wir fähig werden, miteinander unterwegs zu sein. Diese Verwurzelung, die erreicht uns alle. Und dadurch kann Gott uns immer wieder neuen Atem schenken, neue Liebe zueinander und eine neue Kreativität zum Weiterleben. Wie geht es weiter mit uns als Gemeinde? Und für den Umgang mit unseren Mitmenschen, da können wir eine gemeinsame Basis entwickeln. In Gottes Liebe ist Halt für Unterschiedlichkeit. Ja, sie ist da und sie verbindet uns irgendwie dann doch, als dass sie uns trennt. Und wenn wir in unserem Miteinander mit Gott verwurzelt sind, dann gibt uns das Kraft zu handeln und die Welt zu verändern. Stark werden am inwendigen Menschen durch Gottes Geist.
Christus in unseren Herzen wohnen lassen durch den Glauben und in Gottes Liebe fest verwurzelt sein. Gottes Liebe ist wie ein Rahmen drumherum, in dem wir diese Dinge spüren und tun und umsetzen. Das hat eine inhaltliche Dimension. Die Liebe Jesu, die in Höhe, Breite, Tiefe und Länge unermesslich groß ist. Sie umfasst uns in all dieser Größe. Und äußerlich bedeutet das, wir als Gemeinde, als Gemeinschaft der Heiligen sind fest umschlossen von dieser Liebe. Und mir kam so der Begriff, vielleicht sind wir als Gemeinde ein kleiner gemeinsamer Nenner, von dem aus aber Gott wirken kann. In uns, in unserer Gemeinschaft, aber auch nach außen. Wir können damit rechnen, dass Gott mehr tut, als wir bitten oder verstehen, und uns darauf verlassen, dass es aber unsere Kraft nicht übersteigt. Auch das war ein Satz, der mir dabei in den Sinn gekommen ist und der mich weitergeführt hat zu dem nächsten Aspekt, der in diesem Text benannt wird. Auf dass ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches ist da die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Der Text spricht hier von der Breite, von der Höhe, von der Tiefe und der Länge der Liebe Gottes und Jesu Christi. Der Gelehrte und Kirchenvater Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert nach Christus sieht darin das Kreuz und den Tod Jesu am Kreuz. Er hat dazu Folgendes gesagt: Die Liebe Jesu reicht so hoch, dass Jesus uns auch im Himmel liebt und dass auch die Engel im Himmel mit einbezogen sind. Sie reicht so tief in den Tod hinab, dass unser Tod auch einbezogen ist, eingeschlossen ist und dass auch die Dämonen und Teufel der Hölle mit eingeschlossen sind in diese Liebe. Und sie wirkt so sehr in die Breite und Länge, dass sie alle Menschen aller Zeiten und in aller Welt umfasst. Auch Menschen, die auf bösen Pfaden wandern, die sich nicht an Gottes Gebote halten, wie auch immer, die sind einfach mit eingeschlossen, weil Gott uns alle liebt. Die Liebe Jesu reicht so hoch, dass Jesus uns auch im Himmel liebt. Sie reicht tief bis in den Tod hinab. Und sie wirkt so sehr in die Breite, dass alle Menschen aller Zeiten und in aller Welt umfasst sind. Das ist ein Bild, in dem so viele Bilder drinstecken. Aber vielleicht kann es uns helfen, Gottes unermessliche Liebe vielleicht nicht verstehen zu können, aber erfahren zu können. Für mich persönlich, was bedeutet das, wenn Gottes Liebe über meinem Leben steht, um mein Leben herum ist, mich hält und trägt? Was bedeutet diese unermessliche Liebe für uns als Gemeinde, die alle Gottesdienste umfasst, die alle Diskussionen und Auseinandersetzungen umfasst
und uns in unserem Bemühen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, unterstützt? Und was bedeutet Gottes unermessliche Liebe für unsere Kontakte zu Mitmenschen? Ihnen die Augen zu schauen, ihnen die Türen zu öffnen, sie willkommen zu heißen und sie einfach auf uns zukommen zu lassen, denn Gottes Liebe umschließt uns auch in dem Aufbau einer Beziehung. Diese Erfahrungen, die wünsche ich uns allen, damit wir erfüllt werden mit aller Gottesfülle. Ich bete dafür, dass Jesus durch das Vertrauen, das ihr in ihn habt, ganz tief in euer Bewusstsein eindringt. Jesus liebt euch total. In diesem Boden sollen die Wurzeln eures Glaubens wachsen. Denn nur so könnt ihr wirklich das ganze Ausmaß der Größe begreifen, mit der Gott euch wirklich liebt. Unser Hirn wird das nie schaffen, das wirklich ganz zu erfassen. Aber je mehr Gott uns erklärt, wie gigantisch groß die Liebe von Jesus Christus für uns ist, desto mehr kommt er mit seinen unvorstellbaren Möglichkeiten in unserem Leben zum Zug. Gott kann durch diese powervolle Kraft, die in uns ist, sehr viel mehr tun als das, worum wir ihn bitten, ja sogar mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Dafür können wir alle in der Jesusgemeinschaft Gott immer wieder und ohne Ende loben. So ist das richtig. So sollte es sein. Amen.